So lasse ich mir das schon eher gefallen. Mhm. Oh. Da ist ein Bolzen. Ein Kältebolzen friert Feinde ein, die von ihm getroffen werden. Die meisten zerbrechen dabei in tausend Teile. Einige werden jedoch nur vorübergehend eingefroren oder sind gar nicht betroffen. Ja, toll. So, das mal gegen die Feuerteile gehabt. Ja, alle kriegt man hier zu spät. Alle kriegt man hier zu spät. Horrors Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält Einträge in einer ordentlichen, femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet: Keine Ahnung, wie lange ich schon auf Myras und Theodors Rückkehr warte. Zeit ist im Stem ein recht vages Konzept, und zwar umso mehr, seit Lily geflohen ist. Eigentlich hätte sie schon längst wieder hier sein müssen. Wenn ich hier drin sterbe, möchte ich nur, dass die Person, die dieses Tagebuch findet, weiß, dass ich freiwillig hineingegangen bin. Vor langer Zeit habe ich etwas getan. Etwas, das ich bereue. Und deswegen bin ich jetzt hier und warte darauf, Lily hier rauszuholen. Das ist meine letzte Chance auf Wiedergutmachung. Und vielleicht auch ein Versuch, ein neues Leben zu beginnen. So oder so habe ich mich diesem Plan verschrieben. Ich werde es durchziehen, komme, was wolle. Aber es ist offensichtlich, dass etwas schiefgegangen ist. In dem Fall sollte ich nach Hilfe Ausschau halten, wie Kidman es mir gesagt hat. Allerdings bricht dieser Ort um mich herum allmählich zusammen. Hoffentlich kann ich ihn finden, wenn er hineingeschickt wird. Die hatten alle voll den Masterplan und ich hatte keine Ahnung. Ja, Mann. Wie immer. Ja. Grundsätzlich von allen im Stich gelassen. Da kommst du doch her. Oder? Ach ja. Da wart wieder. Grundsätzlich kein Plan. Jawohl. Griff sich an verlorenen Seelen, indem er vorgab, den Schlüssel zum Glück zu haben. Langsam verstehe ich seinen Modus operandi. Mood Center Werbebroschüre. Erscheint das Universum Ihnen grausam und ungeordnet? Haben Sie das Gefühl, dass die Welt Sie mit funkelndem, aber nicht erreichbarem von der Wahrheit ablenken will? Sind Sie überzeugt davon, der Einzige zu sein, der so fühlt? Dann ist das Mood Center genau das Richtige für Sie. Kommen Sie vorbei und werfen Sie die Fesseln der modernen Gesellschaft ab. Treffen Sie Gleichgesinnte. Erschaffen Sie eine bessere Realität. Eine Realität, die Sie und nicht andere für Sie wollen. Mu. Wir warten Sie. Erwarten Sie. Was heißt Mu? Mobius. Union, vielleicht. Ja, keine Ahnung. Ich muss schon recht haben. Das lässt mich ein wenig hoffen. Immerhin konnte er wohl nicht alle täuschen. Ich muss weiterhin vorsichtig sein. Er hat viele Leute überredet, den Stem zu testen. Beredsamer Engel oder teuflischer Hüter? Wenn man den Motivationsredner, Autor und spirituellen Sherpa Theodore Wallace trifft, stechen einem sofort seine souveräne Präsenz und sein Charisma ins Auge. Seine große, fast schon imposante Statur bildet einen scharfen Kontrast zu seinem offenen und freundlichen Gesicht. Genau dieses Gesicht ziert die Umschläge einer Bestsellerreihe von Selbsthilfebüchern und dient als Aushängeschild für mehrere unter dem Namen Moose Center bekannte spirituelle Wohlfühloasen. Aber was verbirgt sich hinter diesem freundlichen und mildtätigen Auftreten? Manche mögen Wallace als Guru ansehen, doch für andere Religionskritiker und beunruhigenderweise auch Angehörige von Besuchern des Moose Centers ist er nichts weiter als ein moderner Sektenführer. Der Bastard hat sich selbst in den Mittelpunkt des Plans gestellt. Er wollte ihn zu seinem persönlichen Vorteil nutzen. Seine Handschrift allein deutet schon darauf hin, dass er ein Psychopath ist. Mann, die sieht aus wie vom Zodiac-Killer. Kidman, ich hatte ein ernstes Gespräch mit Myra. Ich stehe der Sache wohlwollend gegenüber. Aber ich glaube, dass weitere Schritte zur endgültigen Lösung ihres Problems unternommen werden könnten. Treffen Sie uns heute Abend um 22 Uhr vor dem Crimson City Renaissance Theater. Und achten Sie darauf, dass niemand Ihnen folgt. Theodore. Geistiger Führer und Motivationscoach.
Kein Wunder, dass er alle davon überzeugen konnte, auf ihrer Seite zu sein. Auf den ersten Blick schien er echt nett zu sein. Tja, manchmal täuscht der erste Eindruck. Aber jetzt können wir uns dann die angucken. Husch, Katze, du musst wieder weg da. Wir haben irgendwo ein Deal übersehen. So ein Mist aber auch. Hey, Kidman. Was gibt's, Sebastian? Hab gerade an unseren ersten gemeinsamen Fall gedacht. Du meinst am KCPD? Der Überfall auf das Pfandhaus? Du hast den Fall ganz allein gelöst. Ich war beeindruckt. Das war nur dank dir. Du hast mich angeleitet und mir alles beigebracht. Hast mich auf Augenhöhe behandelt. Ich wünschte, ich hätte früher einen Lehrer wie dich gehabt. Ich wollte dir helfen, zu den Besten zu gehören. Aber die ganze Zeit hast du für sie gearbeitet. Jemand wollte, dass ich ein Auge auf dich werfe. Und sicher gehe, dass sie uns nicht zu nahe kommt. Schade. Du wärst ein guter Cop gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher. Meine Personalakte für das KCPD war gefälscht. Den Großteil meiner Kindheit saß ich im Jugendgefängnis. Als Mobius mich fand, hieß es, mitmachen oder im Knast versauern. Wenn du gerade erwachsen geworden bist, überlegst du da nicht zweimal. Ich kenne dich überhaupt nicht. Oder? Ich bin schon so lange bei Mobius. Keine Ahnung, ob ich mich selbst noch kenne. Ich glaube, in dir schlummert immer noch eine Rebellin. Ja. Da denkst du, du hast alle erkannt und dann... Ja, so Fläschchen. Danke, Kätzchen. Das Kätzchen ist ja wunderbar, das Kätzchen ist zwar sonderbar, weil es wohnt immer noch hier, aber ich mag's trotzdem. Jetzt hast du den Schießstand wieder. Gott sei Dank. Na super, reicht gerade mal für zwei. Na super. Ja. Also beim Schleichen schneller laufen wird vielleicht noch eine super Sache. Entspannen Sie sich, Detective. Wie kann ich Ihnen helfen? Beim Schleichen schneller laufen wird vielleicht noch eine super Sache. Hab den Spiegel kaputt gemacht. Darfst du nicht durch den Spiegel? Nee. Okay. Hoffen wir, dass das Mark noch da ist. Ich habe gerade ein Kommunikationsdienst der Bumster gesehen, eine Resonanz. Mhm. Eine Spritze. Feuerlöcher, ach, ein Verflüssiger. Damit können wir also unseren... Pferdebolzen herstellen, genau. Gehen wir mal kurz auf die Karte und empfinden das Ganze als okay.
2. 6. 1. 1. Das ist ja nicht mehr eine Verarsche gewesen. Oh, hier hat sich ein bisschen was verändert. Jeder muss hier gewesen sein. Vielleicht habe ich deshalb O'Neill nicht erreicht. Hoffmans Unterschlupf ist in der Nähe. Ich sollte mal nachsehen. Noch ein Dia gefunden. Wir haben die Spritze schon. Na gut, dann gehen wir halt weiter. Immer noch verschlossen. Im Speicherraum darf nichts Böses passieren. Noch ein Signal. Was ist hier passiert? Nee, noch nicht. Da ist noch was auf dem Tisch. Okay, ich darf nicht weg. Bist du da? Warum empfängt mein Kommunikator dein Signal? Naja, ist doch egal. Wo bist du? Was? Das ist auf der anderen Seite des Labors. Das ist Sperrgebiet und wurde verboten, dorthin zu gehen. Wir haben keinen Zutritt. Wie bist du? Okay, ich verstehe. Ja, wir treffen uns dort. Sei vorsichtig. O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Das sieht ihm nicht ähnlich. 3 innerhalb des Stem war schon immer ein recht kniffliges Konzept. Das Verschwinden des Kerns und der Zusammenbruch von Union haben es jedoch noch um einiges verschlimmert. Die Veränderungen hier wurden sogar noch heftiger, als Sebastian aufbrach, um Stefano gegenüberzutreten. Er ist wohl gescheitert. Mit den Überwachungskameras konnte ich alles im Auge behalten. Nicht nur Union verändert sich. Die Zerstörung hat sich auch auf das Mark selbst ausgeweitet. Es formt sich um, wird moduliert. Gegenstände erscheinen wie aus dem Nichts, Kreaturen, die sich jeder Vorstellungskraft entziehen, wandern durch die Gänge. Ich werde diesen Unterschlupf erst verlassen, wenn ich einen verdammt guten Grund dafür habe. Aber wer weiß, wie lange ein Unterschlupf hier drin noch Sicherheit bieten kann. Die nehme ich mal vorsichtshalber mit. Ja, wie man so sieht, hat es nicht für lange genützt, das mit dem Unterschlupf und so. Jawoll! Mehr Schrotmunition für alle. Oh. Scheinbar was übersehen. Diese Knarre knallt einfach nicht durch. Die Waffen. Ich glaube nicht. Na, zum Glück geht sie nur hoch und runter. Die Tür muss auf. Ja, hätte ich auch gefragt. Nur ganz einfach. Ich habe vorher, wo die Kamera aus war, einfach auf den gelben Hörer gedrückt und
Mal nachgefragt, wo ich hin muss. Anscheinend haben sie hier zusätzlich gesichert. Aufgrund der vertraulichen Art der durchgeführten Experimente haben nur Mobius Operatives mit dem passenden Einheits-Cerebral-Chip-Kennzeichnung Zutritt zum Labor. Befolgen Sie beim Betreten des Labors bitte alle Sicherheitsprotokolle und beachten Sie, dass Ihre Freigabestufe Sie auch an die in Ihrem Eintrittsvertrag dargelegten Prinzipien zur Nichtweitergabe streng geheimer Informationen bindet. Operatives, die versuchen, das Labor ohne die notwendige Freigabe zu betreten, werden einer in den Mobius-Sicherheitsstatuten aufgeführten körperlichen Züchtigung unterzogen. Yay! Ist das nicht toll? Bestrafe mich! Hineinsehen! Denn wir wollen ja natürlich wieder zurück in unser Zimmer, denn es gibt nur eine Sache, die wir machen wollen. Ja. Dias anschauen. Wir lieben Dias. Außerdem will ich Kätzchen sehen. Ich stehe total auf Kätzchen. Kirtman, ich bin's. Was hast du für mich, Sebastian? Mobius. Ein Name. Das war alles. Aber jeder Weg, dem ich gefolgt bin, führte in eine Sackgasse. Und jetzt erfahre ich, dass sie überall sind. Unerkannt vor aller Augen. Ich verstehe nicht, wie. Ich sagte doch, du wirst Mobius nicht finden, wenn sie es nicht wollen. Es gibt sie schon eine ganze Weile. Sie wissen, was sie tun. Wir wussten, dass du gesucht hast. Wir haben dich beobachtet. Und wir haben dich immer aufgehalten, wenn du zu nah dran warst. Warum? Warum tun sie das? Menschen wollen geführt werden. Aber sie wählen, wer sie führt. Und Mobius will die Menschen nicht führen. Sie wollen sie einsperren. Ganz bewusst. Wenn sie schon alle Medien und Politiker in der Hand haben, sollten sie bekannt sein. Doch sie bleiben im Schatten, weil sie wissen, dass ihr Handeln kriminell ist. Wenn die Menschen die Wahrheit kennen, werden sie Mobius vernichten. Vielleicht ja. Aber wenn Leute die Wahrheit herausfinden, wer würde ihnen glauben? Ja. Eine Verschwörung lässt sich am einfachsten verbergen, wenn die Leute glauben, dass es sie nicht gibt. Sehr weise herausgefunden, Herr Detective Sebastian Castellanos. Danke, Kapitän. Bin ich mal jemand, der mitdenkt. Todesleser aus Resident Evil. Das kam mir aber auch als erstes jetzt in den Gedanken. Das wäre schon zu klischeehaft. Naja, aber es ist eine körperliche Züchtigung. Naja, da haben sie diese ganzen Tanks. Was ist das? Also das ist schon kopiert. Die gab es im ersten Teil. Von Resident Evil. Auf jeden Fall. Außerdem wurde sie ja dann später auch da in diesen Tanks gezüchtet. Aber vorne war, glaube ich, ein Computer. Kannst du da mal gucken? So. Auf der anderen Seite? Ja, aber da ist nichts dran. Oh, darfst du nicht am Computer spielen? Nein, ich darf nicht. Gut, irgendein Freak züchtet die Leute also. Der macht nichts mehr. Oh. Ich mache sie ja irgendwann wieder was. Na, dann können sie es jetzt machen, wenn ich draußen bin. Ich glaube, unser Unir ist ein bisschen was anderes, was wir, glaube ich, von wie er sich dargestellt hat, habe ich das Gefühl. Oh, da ist keiner drin. Jetzt arbeitet er ja für... Was haben Sie in diesem Labor gemacht? Und warum wollte mich Liam hier treffen? Sie schon mal dadurch. Ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter. Es muss hier doch irgendwo einen geben.